Über der Ostsee führen russische Kampfjets nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums taktische Übungen durch. Die Besatzungen der Su-27 der Baltischen Flotte feuerten aus der Luft auf Marschflugkörper und feindliche Flugzeugattrappen, teilte das Verteidigungsministerium via Telegram mit. Das Hauptziel der Übung sei es, die Bereitschaft zu testen, Kampf- und Spezialaufgaben wie vorgesehen durchzuführen. Die Besatzungen der Kampfjets würden jedoch nicht nur ihre Fähigkeiten verbessern, sondern seien auch rund um die Uhr im Kampfeinsatz, um den Luftraum der russischen Exklave Kaliningrad zu schützen, so das Ministerium. Am Montag hatte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius Litauen, einem Nachbarland der Exklave, eine Brigade von bis zu 4000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zugesagt.